Hähnchenbrust ist inzwischen allgemein bekannt, enthält fast kein Fett. Fenchel, Stangensellerie war ja so ein Klassiker, ne? Braucht bei der Verdauung mehr Fett, als man eigentlich mit dem als Energie aufnimmt. Ganz bewusst harzer Roller, ist natürlich Geschmackssache, aber schmeckt wirklich halb so schlimm, wie alle glauben. Den Sellerie in schräge Scheiben schneiden. Ja. Den Fenchel, das Grün aufheben, das können wir hinterher live dazugeben. Tomaten, die habe ich jetzt mal abgezogen, aber ich finde es immer schöner, wenn man die Tomaten entkernt. Das hat dann weniger Wasser auf dem Teller. Ja, wenig Fett, aber hier zählt wieder, ohne geht es einfach nicht. So, die Tomaten schon mal ein bisschen warm werden lassen. Wie gesagt, der riecht nicht schlimmer als irgendein Bergkäse. Und wir sparen aber einfach mal komplett das Fett dabei. Eins, machen wir so, zwei, drei, dann die getrockneten Tomaten hier drauf. Tomaten auch, ne, minimal Zucker drin. Und jetzt einfach den Käse oben drauf. Bisschen andrücken, dass es nicht runterfällt. Und entweder in den Backofen oder wie ich jetzt hier mit meinem nackten Luxus und einem Salamander. Das heißt, der bekommt jetzt nur Oberhitze. Ja, oh, ein Traum. So, das kommt wieder der Moment, wo ich es lieber selber essen würde. Eins, zwei, drei. Ja, das reicht schon. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.